Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Mod-Vorstellung. Diesmal haben wir ein JCB Fast Track 8000 bekommen, der ungleich große Reifen hat. Wir haben einen Farbblock und 5 Config-Blöcke. Der Schlepper ist erhältlich für PC, Mac, PS4 und Xbox One. Wir haben eine Fahrgeschwindigkeit von 70 km/h. Er braucht 110 Liter AdBlue und 550 Liter Diesel. Standard hat er 280 PS. Anschaffungspreis Standard sind 225.000, 11.475 im Leasing. Wir haben die Reifenhersteller Trelleborg und Nokian tauchen gleich Zwillingsreifen auf. Warum? Keine Ahnung. Vorne sowie hinten könnt ihr auswählen. Dann haben wir Kommunal. Und die etwas neueren Reifen als Zwillingsbereifung. Dann haben wir Trelleborg Standard. Breitreifen, Zwillingsreifen hinten, Zwillingsreifen vorne. Dann können wir ausstatten. GPS, Reifenzaun ist klar. Dann haben wir Motor Standard, den 8280. Steht auch hier auf der Scheibe. Dann haben wir den 8310 mit 320 PS. Steht auch auf der Scheibe. 8310 ändert sich also. Aufpreis 15.000 Euro. Dieser Mod hat Simple IC verbaut. Das schauen wir uns an. Ich habe da zwei Stück stehen. Hier steht das schon mit Klappen auf. Können wir das mit dem machen, bei dem anderen? Hängen wir gleich einen Anhänger an, um zu gucken, ob die Schläuche auch alle angeschlossen werden. Also, zum Fahrzeug selber. Wir können hier vorne durch den Grill können wir ein bisschen reingucken, sehen wir den Lüfter, den Motor so ein bisschen an der Seite. Hoppala. Da so ein bisschen können wir reingucken. An der Seite steht a Fast Track oder Fast Track. Hier steht nochmal in Gelb das JCB-Logo. Und darunter steht Fast Track. Wir haben diverse Lichter eingebaut oder verbaut bekommen. Ich würde sagen, wir machen einmal den Lichtertest. So. Blinker links hinten funktioniert. An dem haben wir auch noch einen Blinker und unten links funktioniert ebenso. Dann haben wir hinten, da funktioniert auch und unten funktioniert ebenso. Dann haben wir ganz normales Licht. Arbeitslicht hinten, Arbeitslicht vorne. Funktioniert. Starten wir den mal. Dann haben wir Tagfahrlicht durch die beiden Scheinwerfer da vorne. Also ich habe ihn jetzt nur angemacht. So, voll beleuchtet. Arbeitslicht hinten, Arbeitslicht vorne. Funktioniert. Wir haben ein Rückfahrlicht und Bremslicht funktioniert ebenso. Er da drin macht auch, was er tun soll. Gas, Bremsen. Alles wunderbar. Dann Innenraum. Innenraum ist schlicht gehalten. Ist aber nicht wild. Es funktioniert. Hier haben wir noch einen Monitor, aber der ist nur zu Ziele. Da passiert nichts drauf. Der Joystick ist genauso wenig animiert. Der bleibt also auch starr. Hier haben wir noch diverse Knöpfe. Dann haben wir hier schon mal den ersten Knopf, den wir mit Simple IC machen können, das wäre Motor aus. Motor wieder an, Bildschirm fährt hoch. Dann haben wir eine digitale Anzeige für die Lichter. Dann können wir die Heckscheibe öffnen und schließen. Und auch so wie die Seitentür. Gefällt mir ganz gut, haben sie schön gemacht. Schöner Schlepper. Dann nehmen wir den anderen Kollegen hier. Springen noch mal rein. Machen den mal an und schauen uns mal an. Ich habe jetzt hier einfach den Farmtech genommen, um zu gucken, ob auch wirklich alles angeschlossen wird. Ja, und der ist aber ein bisschen hoch. Die eine Achse schwebt in der Luft. Hydraulikschläuche sind angeschlossen, aber wie man sieht,
elektrische Verbinder, also für Blinker und so nicht, und die Direktdruckluftbremse nicht. Vielleicht ist das auch nur bei dem so und bei den anderen nicht. Das weiß, kann ich jetzt nicht sagen. Aber ich wollte jetzt auch natürlich nicht so viele Lichter, sage ich schon, Anhänger ausprobieren. Dann schauen wir einmal in die Lok. Die Lok ist fehlerfrei. Also selber geeignet. Ups. Das war die kleine Mod-Vorstellung zu diesem Schlepper. Ansonsten gibt es nicht viel zu sagen zu dem Schlepper. Die Texturen ist klar. Die Felgenfarbe könnt ihr, wie ihr möchtet, können wir noch einmal reinschauen. Die Felgenfarbe könnt ihr nur ändern, die Hauptfarbe nicht, in Gelb. Schwarz und Grau, Gold könnt ihr die Farben ändern, aber so sieht das schon ganz schön aus. Oh, jetzt bin ich wieder unter der Erde. So viel zu diesem Mod. Auch ein bisschen Auspuffrauch haben wir auch, wenn wir da hingucken. Sieht man so ein bisschen, wenn man in einem gewissen Winkel steht. Meine Güte, was ist denn los? Das war die kleine Mod-Vorstellung von dem JCB. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst gerne einen Daumen nach oben da. Über ein Abo würde ich mich natürlich sehr freuen. Und um keiner meiner weiteren Videos zu verpassen, auch gerne die Glocke aktivieren, die euch immer benachrichtigt, wenn ich ein neues Video hochlade. Ich danke fürs Zuschauen. Bis dahin, euer Manuel.